Moin Leute und willkommen zu einem neuen Daily Vlog. Das habe ich lange nicht mehr gesagt. Okay, das war weird. Ich habe eigentlich gar keine Zeit für sowas, ich bin mega spät dran. Wir fliegen jetzt für eine Woche nach Madeira und es wird ab sofort Daily Vlogs geben. Das komplette Jahr über. Das klingt lange, ist es aber eigentlich gar nicht. Ich bin jetzt gerade in Köln in meiner Wohnung noch. Ich fahre jetzt mit der Bahn zum Bahnhof und dann mit der Bahn nach Düsseldorf. Und von Düsseldorf aus fliege ich dann nach Madeira. Wir haben super coole Sachen für die nächsten Tage. Tanzi ist da, Simon und ich machen eine Skateboard-Challenge und noch ganz viel mehr. Aber jetzt müssen wir erstmal los. Viel Spaß bei den nächsten Vlogs. Abonniert den Kanal, ihr wisst Bescheid, haut rein und bis gleich. Nach 5 Minuten, bis die Bahn kommt. So, Abfahrt, Freunde. Oh, nicht so frei. Ja, ja. So, Frühstück. Das ist, lief alles ziemlich gut, sogar zu gut. Ich bin 1,5 Stunden zu früh. Ey, ich weiß nicht, wie ich das jedes Mal schaffe, viel zu früh hier zu sein. An dieser Stelle trotzdem einen Shoutout an die Security hier. Die waren sehr, sehr nett. Hey. So Leute, es ist einfach T-Shirt-Wetter, wie geil ist das? Ich bin endlich in der Wohnung angekommen. Ich schlafe diese Woche wieder bei Colin. Ich habe eben gerade das angerufen und Bescheid gesagt. Ich habe irgendwie vergessen. Ich glaube, dritter Stock war das. Ich bin jetzt seit von Tür zu Tür, also von Köln bis hier, habe ich jetzt genau 9 Stunden. Nee, 12 Stunden. 12 Stunden habe ich gebraucht. Habe ich jetzt genau 12 Stunden gebraucht. Ah. Das war doch der zweite. Was kann ich eigentlich? By the way, wird das jetzt auch genau die Wohnung sein, in der ich ab dem 1.1. wohnen werde? Der hört mich nicht. Ich bin hier, Bro. Hallo. Ich stehe so seit 3 Minuten. Da bin ich wieder da. Junge, der Flug war so voll mit Rentnern, dass sie geklatscht haben, als wir gelandet sind. So ein Ding war das. Colin streamt gerade, der spielt bei Craft Attack mit. Ich komme erstmal an, wir sehen uns gleich. Wir gehen jetzt essen und Colin muss die Hose von mir ausleihen. Ich bin sehr gespannt, wie das aussieht. Hoffentlich passt die. Passt mir safe nicht, aber vielleicht. Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Die ist halt sehr weit. Passt die oben rum? Ja. Damn, Alter. Mit den Nike Feeds, Junge. Schick dir schon, wer in den Kofferraum geht? Okay, let's go. Okay, gewonnen. Du gehst rein. Okay. Oh, verdammt! Das kann losgehen. Das geht. Hallo. Alles klar? Danke, Bro. Das ist noch more. Das geht. Oh, voll daneben. Richtiger Fail, Alter. So, die ganze Gang hier überfällt jetzt einen Italiener. Also die Hose steht hier wirklich wahnsinnig. Ich hoffe, der boxt mir richtig in den Magen mit seinen Mühlen. Okay. Madarensische Innenstadt. Amazing. Okay, Essen ist da. Guten Hunger, Leute. Oh baby, das ist jetzt richtig unangenehm da vorne. Das ist gerade runtergefallen. Ich wollte es gar nicht filmen. Huch. Jetzt hast du es gefilmt. Du musst das auf jeden Fall auch mit drin lassen. Wenn ich es jetzt wegschneide, habe ich keinen Kontext. Vielleicht schneide ich es jetzt einfach danach. Dann ist es komplett verwirrt. So, jetzt. Warte, ich habe ja noch gar nichts gemacht. Guten. Aber wenn ich es jetzt mache, dann wäre es ja unangenehm. Fing Chang Chong. Ja, das ist rein mit dir! Rein mit dir! Oh nein, das ist mir unangenehm. Was, ey, was? Sag mal, es ist ihm unangenehm, aber er läuft seit 20 Minuten so durch die Stadt. Nein, ich will nicht, dass Tante das sieht. Das ist mir unangenehm. Let's go! Tschüss! Ja. So! Hi. Das war der Vlog bis jetzt, aber ist noch nicht vorbei, keine Sorge. Ich bin jetzt gerade, glaube ich, in dem alten Zimmer von Noah. Also früher war das Ganze hier in meiner WG. Also Reefed, Colin und Noah haben hier zu dritt, glaube ich, für ein halbes Jahr oder so gewohnt. Dann ist Noah ausgezogen, dann ist Reefed ausgezogen und jetzt wohnt Colin hier nur noch alleine. Ich bin jetzt... Warte mal. Ich bin jetzt für eine Woche hier, also nächsten Dienstag fliege ich zurück. Das heißt, wir haben ziemlich viel Zeit, coole Sachen zu machen. Ich bin mega motiviert, wieder Daily Vlogs zu machen. Ich habe jetzt ungefähr 1,5 Monate Pause gemacht, aber jetzt... Geht's wieder los. Ich weiß, die Zeit wird ziemlich anstrengend, jeden Tag so einen Vlog zu machen mit der Kamera. Die anderen machen das ja mit dem Handy, das ist noch ein bisschen einfacher, glaube ich. Aber das wird cool, ich habe auf jeden Fall Bock. Natürlich könnt ihr diese Videos hier auch ein bisschen mitgestalten. Das ist heute ein bisschen schwer, aber ab morgen werde ich wie früher in den guten alten Zeiten am Ende des Videos immer ein paar Kommentare von euch vorlesen. Das bedeutet, das ist eure Chance, in das Video zu kommen, wenn ihr jetzt unter das Video einen Kommentar schreibt. Und das gilt auch für die nächsten Videos. Ihr könnt gerne zum Beispiel mal ein paar Challenges vorschlagen, die ich in den nächsten Tagen hier machen kann. Ich werde mich auf jeden Fall zum Beispiel nochmal mit Orange Morange treffen, mit Reefed und so weiter. Ich werde auch auf jeden Fall auch auf Twitch streamen, das werde ich aber nochmal in so einem Video hier ankündigen. Da könnt ihr mir auch schon mal gerne folgen. Dort heiße ich Jona Oder, weil kein anderer Name frei war.
Wer war das? Jetzt gerade ist es schon einen Tag später. Wir hatten heute wirklich einen verdammt coolen Tag. Das Ganze werdet ihr morgen im Vlog sehen. Der Vlog heute ist leider so ein bisschen kürzer, weil es halt nur die Anreise war. Dafür verspreche ich euch, dass morgen doppelt so viel kommen wird. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf die nächsten Tage. Ich will nicht spoilern, aber morgen im Vlog werdet ihr sehen, wie wir etwas ziemliches Gefährliches machen. Wir waren Schlitten fahren, den Berg runter, auf der Straße, mit dem Tanzverbot. Schaut auf jeden Fall morgen vorbei. Wenn ihr Fragen zu der Wohnung und so weiter habt, das kann ich in den nächsten Tagen hier nochmal zeigen. Keine Sorge. Wie das ganz genau ablaufen wird, werde ich alles nochmal erklären. Das soll es aber für heute gewesen sein, weil ich wirklich verdammt spät dran bin. Es ist jetzt gerade schon 8:30 in Deutschland. Also hier ist es erst 7:30, aber es ist ja eine Stunde Zeitverschiebung. Ich würde einfach sagen, haut rein, bis hoffentlich morgen und dann sehen wir uns wieder. Vergesst nicht, einen Kommentar zu schreiben. Tschüss!